Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht Flugzeuge über Aleppo ihre Bomben ausklinken. Es sind vor allem Flugzeuge des Assad-Regimes und solche aus Russland, die ihre tödliche Fracht über dem von den Rebellen gehaltenen Ostteil der Stadt abwerfen. Ein normales Leben ist dort nicht mehr möglich. Eine UN-Untersuchungskommission sprach gerade jetzt von einem, Zitat, Leben in Horror. Und doch wohnen dort noch Hunderttausende. Wem es gelungen ist, zu fliehen, der versucht natürlich alles, um seine Familie nachzuholen. Xenia Böttcher über eine glückliche Frau, die heute in Deutschland ihren Sohn wieder in die Arme nehmen konnte. Noch 5 Minuten bis zur Landung. Im Anflug. Am Flughafen Frankfurt Bilder vom Krieg in Aleppo. Und aus Aleppo kommt gleich Tanjas Sohn. Endlich. Ich fühle mich fantastisch. Ich sehe meine Mutter nach über einem Jahr wieder. Ich weiß nicht, wo gehen wir hin? Home. Eine Odyssee endet allmählich. Vor einem Jahr treffen wir Tanja erstmals in Trier. Damals eine von 4 alleinreisenden Frauen unter 1000 Männern im Flüchtlingslager. Einst konnte sie die Welt bereisen, jetzt hat sie nichts mehr außer dem Willen, ihre Familie aus Aleppo zu retten. Ich bin eine Frau, ja. Und ich habe mich für den harten Weg entschieden, um sie zu retten. Mein Mann und ich haben gewürfelt. Wer bleibt, wer geht. Ich habe verloren. Es ist hart, gerade am Anfang. Ich habe jeden Tag mit meinen Kindern telefoniert und geweint, geweint, geweint. Ich vermisse sie. Natürlich tue ich das. Nach überfüllten Lagern kam die Einsamkeit. Allein in Koblenz. Warten auf das Visum für die Familie. Aus Sommer wird Winter und Tanja ist sicher. In Aleppo aber geht das Sterben weiter. Das rettende Visum kommt jetzt. Jetzt, da Aleppo massiv umkämpft ist. Für Antonio ein elendiges Töten. Rebellen gegen Regierung, aber eigentlich alle gegen alle. Es gebe zig Milizen mit eigenen Interessen und täglich wechselnden Allianzen. Es gebe nur Verlierer und keine Aussicht auf Besserung, keine Hoffnung. Wenn ich zur Uni gehe, weiß ich nicht, ob ich zurückkomme. Wenn ich mich von meinen Freunden verabschiede, ist es vielleicht das letzte Mal. 2 meiner Freunde sind gestorben, durch Bomben. Es ist eine Glücksfrage. Du weißt nicht, wo die Bomben fallen. Vielleicht in deiner Straße und du stirbst. Als es fast unmöglich scheint, rein oder rauszukommen, bekommt Antonio ein Flugticket nach Frankfurt via Libanon. Vorgestern um 5 Uhr früh geht es raus aus Aleppo mit dem Taxi. Da kann alles passieren. Eine Entführung, ein Heckenschütze. Ja, ein Sniper. Du weißt es nicht. Du musst auf alles gefasst sein. Jetzt also Deutschland, Koblenz. Ich fühle mich sicher, in der Zivilisation. Kein Motorengebrüll von Flugzeugen, keine Bomben und Granaten. Gott sei Dank, wir hatten Glück. Ich kenne einige Flüchtlinge, die jetzt zurück nach Syrien gehen, weil sie nicht mehr die Möglichkeit sehen, ihre Familie hierher zu holen. Du weißt, für mich bist du eine Heldin. Du hast uns alle gerettet. Noch 9 Tage, dann sollen Tanjas Tochter und Mann nachkommen, die jetzt noch in Aleppo ausharren.